So, jetzt komme ich ganz kurz zum Intro, ganz, ganz kleine Einführung über die Anja. Die Anja ist Unternehmerin, Diplom-Betriebswirtin, Mitgründerin und Geschäftsführerin der FS Now GmbH und sie ist leidenschaftliche Einkäuferin. Seit über 10 Jahren arbeitet sie in unterschiedlichen Branchen als Einkäuferin, Einkaufsleiterin und Ausbilderin. Und jetzt kommt das Spannende für den heutigen Abend. 2019 erlebte sie nämlich und gestaltete sie eine Beta-Transformation mit. Liebe Anja, ich freue mich ganz doll auf deine Einblicke und ja, jetzt hast du das Wort. Ja, vielen Dank. Danke, Anke, für die netten Worte. Ich starte direkt. Ich habe mir in den letzten Wochen tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht, auch durch Fragen, die ich von vielen anderen gestellt bekommen habe. Wieso soll man ein Beta-Unternehmen überhaupt aufbauen? Und die Führungskräfte oder die ehemaligen Führungskräfte, wie passen die da eigentlich rein? Und weshalb ein Beta-Unternehmen eigentlich ein Ort ist, der Chancengleichheit herstellt. Für mich war es so schon im BWL-Studium, da habe ich, wer weiß wie oft gehört, ihr seid die Führungskräfte von morgen. Das war schon nahezu ein Mantra und das hat irgendwann auch richtig genervt. Und natürlich haben wir uns dann gefragt, warum sollte man eigentlich Führungskraft sein wollen? Machtausübung oder ist es der Gestaltungsspielraum, den man hat? Vielleicht Freude oder eine Art Genugtuung? Ich glaube, ja, es gibt da wirklich viele Gründe. Aber für die meisten von uns ist es einfach erstmal ein ganz logischer Schritt. Das ist ein logischer Schritt in unserer immer noch sehr begrenzten, stark hierarchischen Gedankenwelt. Wenn man gut ist in dem, was man tut, wohin strebt man dann? Was will man dann? In der Hierarchie strebt man immer nach oben. Hab noch keinen gesehen, der nach unten strebte. Und das ist dann eigentlich keine Frage, das ist einfach so. Das ist allgemeiner Konsens. Und abgesehen davon braucht es ja auch immer jemanden, der sagt, wo es lang geht. Sagen die meisten, dass es den braucht. Aber das ist so, was man, ich finde, immer so mitbekommt und denkt. Und das habe ich auch lange überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich wurde zur Führungskraft befördert, weil ich fachlich überzeugt habe, weil ich gut in meinem Beruf bin und da richtig was drauf habe. Und dann hat man die Chance, Führungskraft zu werden. Und eine der ersten Aussagen, die ich tatsächlich gehört habe, war: An der Spitze ist es verdammt einsam. Und da stehst du dann ganz allein im rauen Wind. Das ist sehr, sehr einladend, oder? Ich habe dann richtig Lust auf mehr gehabt. Nee, Spaß beiseite. Eigentlich war es ein großer Schuss Naivität, jugendlicher Leichtsinn vielleicht noch, verspäteter jugendlicher Leichtsinn. Wo ich dann gedacht habe, ach was, so schlimm kann das ja nicht werden. Und ich habe ja auch noch Kollegen, andere Führungskräfte, die das mit mir machen. Wobei ich da jetzt explizit Kollegen sage, denn ja, ich war dann erstmal die einzige weibliche Führungskraft. Und ich habe dann auch ganz schnell herausgefunden, dass in diesen ersten Sätzen tatsächlich eine Wahrheit steckt. An der Spitze ist es einsam und damit muss man zurechtkommen. Aber ich habe auch gesehen, dass es einen großen Gestaltungsspielraum gibt. Und diesen zu nutzen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das fand ich schön. Und mir hat es auch immer gefallen, anderen Menschen ihre Arbeit zu vereinfachen, zu erleichtern, sinnhafte Arbeitsweisen zu etablieren und unternehmerisches Denken zu fördern. In einem Alpha-Unternehmen muss man für all diese Möglichkeiten einfach Karriere machen. Und in fast allen Unternehmen, die ich da kenne, gibt es in den oberen Führungsebenen einfach sehr, sehr wenig Frauen. Liegt wahrscheinlich daran, dass das hierarchisch aufgebaute Unternehmen ein Konstrukt von Männern für Männer ist. Denkt mal drüber nach. Und ich glaube auch, dass wir Frauen ganz genau wissen, dass das so ist. Manchmal vielleicht eher unterbewusst das wahrnehmen. Das führt dann oft dazu, dass wir
als Frauen oft keine anderen Frauen fördern, uns auch nicht gut vernetzen. Und den Weg nach oben beschreiten wir schon gar nicht gemeinsam. Weil alles andere gefährdet unsere eigene Position. Und das ist uns sehr wohl klar. Und leider ist es nämlich Realität, dass einfach wenig Raum für weibliche Führungskräfte da ist. Besonders in den untypischeren Fachrichtungen abseits von HR und Marketing. Aber dann habe ich mich gefragt, welche Möglichkeiten beraubt sich eigentlich ein Unternehmen, wenn es so ist? Wenn Frauen in Führungspositionen keine sehr guten Mitarbeiterinnen einstellen, um auch keine Konkurrenz aufkommen zu lassen, dann verschenkt das Unternehmen einfach Potenzial, weil es diese anderen sehr guten Mitarbeiterinnen einfach nicht kriegen kann. Und das ist natürlich nicht nur ein Frauenthema. Da wird gerne von überqualifizierten BewerberInnen gesprochen. Ganz nach Ernst Weichselbaum gesprochen. Es gibt aber keine überqualifizierten Menschen. Es gibt nur dumme Organisationen. Und Alpha-Unternehmen, die etwas dümmeren Organisationen vielleicht, sind kein besonders guter Ort für Frauen, die gerne verantwortungsvolle Rollen übernehmen möchten. Natürlich auch nicht für Männer, die jetzt keine Lust haben auf diese Macht- und Statusspielchen. Und anders sieht es dann in Beta-Unternehmen aus. Hier zählt das Können und das Wollen. Da führt einfach Könnerschaft. Formale Hierarchie dient halt ausschließlich der Compliance. Natürlich ist sie in einem begrenzten Maß da, weil es halt sein muss. Aber wie sieht denn das überhaupt aus? Zuerst einmal kannst du mit dem ganzen Theater aufhören. Wenn man als Führungskraft aufhört, Mitarbeiterjahresgespräche zu führen, Mitarbeiterentwicklungsgespräche, sure fix in hunderten Konstellationen, Abteilungsleiterrunden, Personalressourcenplanung. Man merkt schon, wenn das alles wegfällt, wow, was hat man Zeit? Und dann arbeiten einfach alle in den Rollen, die sie sich nehmen, weil sie die Rollen wollen oder weil sie sehen, dass sie auch die Einzigen sind, die das können. In ihren Zellen arbeiten sie und sie arbeiten über ihre Zellen hinaus. Und so können ehemalige Führungskräfte dann wirklich wieder an den echten Problemen des Unternehmens arbeiten. Und die Unternehmen können nur davon profitieren. Schließlich wurden die meisten Führungskräfte aufgrund ihrer Fachkenntnisse zur Führungskraft. Und jetzt können sie ihre Fachkenntnisse wieder einbringen. Mir zum Beispiel hat die Organisationsform ermöglicht, dass ich meine Einkaufstätigkeiten für die Zelle erfüllen konnte. Ich habe mich in verschiedenen Interessensgemeinschaften eingebracht und ich kann auch unternehmensweit organisatorisch mitarbeiten. So sind auch dann völlig neue Inhalte, kommen dann zutage, die man in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen dann sieht. Die kommen zutage, man stößt da drauf, irgendjemand muss es machen, jemand, der Lust hat, kann es dann machen. Und so hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und so kann man auch dann seine ganzen Stärken einbringen, die man tatsächlich in dem Abteilungskontext, in dem man davor war, vielleicht gar nicht zeigen konnte, weil man sie gar nicht gebraucht hat in dem Rahmen. Und dann kann man sich auch dann erst wieder weiterentwickeln. Davor war es gar nicht möglich. Und auch die Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen ist ein großes Thema beim Lernen. Gerade Führungskräfte sind ja oftmals in einem Alpha-Unternehmen auch dafür da, andere was beizubringen, was zu zeigen. Und dafür habe ich in Beta tatsächlich viel mehr Möglichkeiten und es macht wahnsinnig viel Spaß, auch zu sehen, wie dann alle anderen daran wachsen. Und speziell Frauen können natürlich in dieser Organisationsform sich gegenseitig unterstützen und fördern und das ganz ohne Verdrängung befürchten zu müssen. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Befreiung. Genau, und wenn ein Unternehmen ernsthaft die Beta-Prinzipien umsetzt, wird sich, und da bin ich mir mittlerweile tatsächlich sicher,
die Geschlechtergerechtigkeit und die Chancengerechtigkeit automatisch ergeben. Und diese nichtskönnenden Management-Theaterspieler und Spielerinnen, die einen auf dicke Hose machen, die will keiner mitschleppen. Die haben einfach keine Chance. Von denen nimmt keiner Rat an. Die können sich entweder ändern oder sie sind halt irgendwann draußen. Und alle anderen, die finden ihre Chancen und ihre Möglichkeiten in einem Beta-Unternehmen. Danke für euer Zuhören. Das war's. Danke dir, liebe Anja.